Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen XXXXXXXXL High-End-Haul für euch. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe eben erst überlegt, oh je, mache ich da mehrere Videos von oder packe ich das alles zusammen? Dann habe ich den Drogerie-Part ausselektiert, der kommt dann demnächst nochmal. Wow. Und ja, jetzt bin ich hier bei den High-End-Produkten, beziehungsweise es sind nicht alles High-End-Produkte, es sind auch teilweise Drogerieprodukte bei Firmen, wo man vor allem eher so High-End-Sachen kauft. Genau, und da habe ich jetzt hier einfach mal alles zusammen auf meinem Tisch. Ihr bekommt in diesem Video auch ganz viele Rabattcodes von mir genannt, ganz viele Aktionen mitgeteilt. Da könnt ihr einfach selber mal schauen. Nichts, was hier auf dem Tisch steht, ist etwas, was man einfach in seinem Leben braucht. Ne? Was man braucht, ist die Luft zum Atmen, Wasser zum Überleben, ein Brötchen zum Essen oder so, ne? Das ist schon sinnvoll. Menschen um einen und Liebe und so weiter. Aber das hier sind halt Produkte, die einen gegebenenfalls vielleicht ein bisschen glücklich machen könnten oder ein kleiner Ideenimpuls sein könnte. Ich habe hier wunderschöne Produkte. Also die schönsten Make-up-Produkte, die ich je gesehen habe, befinden sich auch hier auf meinem Tisch. Da kommen wir auch gleich zu. Ich habe das Ganze alphabetisch aufgeteilt. Da seht ihr hier auch Timestamps. Ich habe euch die ganzen Produkte, die ich so irgendwie finden konnte, in der Infobox verlinkt. Also ich würde sagen, wir starten einfach mal. Und zwar mit Body Shop. Und zwar gibt es immer wieder dort krasse Aktionen. Ich hatte da jetzt auch letztens bestellt, wo es so Set-Aktionen gab. Alles hier hermetisch abgeriegelt. Achso, eine Verlosung wird es in diesem Video auch geben. Und zwar mache ich selber ein Beauty-Paket für euch. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Da kannst du gerne mal vorbeischauen. Und vielleicht wird auch das ein oder andere Produkt hier raus da reinwandern. Weil wie gesagt, ich habe hier auch einiges an PR, ne, was ich dann auch zugeschickt bekommen habe. Da habe ich hier in dieser Tasche drin The Drops of Youth, das Youth Concentrate Sheet Mask Produkt drin. So schaut die Tuchmaske aus. Wir kennen ja diese Drops of Youth. Das ist ja dieses Serum hier, ne? Und genau, also das ist dann quasi als Tuchmaske, dass es dann nochmal richtig intensiv in die Haut eindringen kann. Fresher, bouncier and healthier soll die Haut dann aussehen. Also frischer, mehr Spannkraft haben und gesünder. Und ja, also ich persönlich mag die Tuchmasken von The Body Shop vom Fleece her nicht so gerne. Die Wirkung mag ich aber gerne. Auch hier mit drin habe ich eine kleine Body Butter Shea. 50 Milliliter sind hier drin. Das ist diese hier. Und die Körperbuttern von Body Shop sind ja bekanntermaßen richtig gut in der kalten Jahreszeit, wenn man so richtig trockene Haut hat, ne? Sehr reichhaltig. Auch eine Handcreme darf hier drin nicht fehlen. Und zwar ist das The Body Shop Hard Working Hand Protector, Mensch. 30 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und ja, ihr seht meine Hände jetzt ja auch so ein bisschen, ne? Die sind ganz schön im Eimer. Und da brauche ich auch in letzter Zeit ziemlich viel Handcreme. Ich mache nämlich ziemlich viel. Nicht nur, dass ich halt ein bisschen am Renovieren bin auch noch und so weiter und am Ausmisten, am Aufräumen, Machen, Tun. Ich mache ständig was mit meinen Händen. Und das merke ich den Händen auch an. Hier ist auch noch so ein Abschminkbalsam drin in der kleinen Größe mit 20 Millilitern. Der Chamomile Abschminkbaum von Body Shop ist richtig gut, kann ich auch wirklich empfehlen. Eine ganz tolle Sache. Und dann habe ich hier zu guter Letzt noch drin enthalten eine Maske. Und zwar ist es die Purifying Glow Mask Himalayan Charcoal mit 15 Millilitern. Die hatten wir auch mal in einem Adventskalender. Holla die Waldfee, lass die nicht zu lange drauf, weil dann geht die sehr, sehr schwer ab. Also das ist so meine Erfahrung davon. Die reinigt dir wirklich alles weg. Also das ist richtig krass gewesen, als ich die angewendet hatte. Aber ist ja auch eine Geschmackssache. Ich habe eine sehr sensible Haut, ne? Da bin ich dann etwas vorsichtiger unterwegs. Ich konnte mir für einen gewissen Wert was bei Body Shop aussuchen. Den Rest hatte ich dann selber bezahlt, ne? Hier habe ich auch noch einen Sooth and Smooth Set drin. Und ich finde es auch ganz cool. Du hast ja auch immer so unterschiedliche Verpackungen außen drum rum. Musst es im Prinzip auch gar nicht wirklich verpacken. Also du kannst es ja genau so verschenken. Also eine Schleife drum rum vielleicht, wenn man irgendwie das möchte. Und hier sind halt auch wirklich so ganz, ganz tolle Körperprodukte drin. Ja, einmal Body Yogurt Almond Milk mit Mandelmilch, 200 Milliliter. Ganz, ganz angenehm, finde ich persönlich, weil du hast hier nicht einen allzu aufdringlichen Duft. Also Body Shop hat sehr, sehr schöne Düfte, die Rosenreihe.
British Rose mag ich auch gerne, ne? Aber das hier ist jetzt sehr dezent. Dann habe ich hier noch ein Duschpuffel. Dann haben wir hier auch eine Handcreme mit drin, auch aus der Mandelmilchreihe mit 30 Millilitern. Und ich muss wirklich sagen, die Handcremes von Body Shop sind mitunter die besten, die ich so kenne. Die soll jetzt hier 96 Stunden Feuchtigkeit spenden. Also ich mache das schon jeden Abend mindestens drauf und über Tag immer wieder. Und hier haben wir in der Originalgröße auch noch die Mandelmilch am Start. 250 Milliliter sind da drin. Ihr müsst einfach mal schauen, was für Sets es gerade so gibt. Ich weiß nicht, ob die, die ich jetzt hier habe, verfügbar noch sind. Weil, wie gesagt, ich habe den Code gepostet, beziehungsweise nicht den Code, ich habe die Links gepostet und die Party ging ab. Also da hat nachher Bodyshop mich angeschrieben, was ich da gepostet hätte, ob ich dem mal zukommen lassen könnte, was mein Content war. Ich sage, Leute, ich habe einfach nur Screenshots gemacht und die Bestellung ist noch gar nicht bei mir eingetroffen. Wenn man was für den etwas kleineren Geldbeutel sucht, wird man bei Bodyshop auch fündig. Da gibt es zum Beispiel solche kleinen Geschichten. Einmal habe ich hier dieses Shea-Set, ne? Finde ich auch ganz süß. Einmal haben wir die Bodybutter mit 50 Millilitern hier drin und auch die Creme-Dusche, so rum. Oh Mann, ey. 60 Milliliter sind da drin enthalten. Und wie gesagt, die Shea-Reihe finde ich persönlich auch sehr, sehr angenehm, weil ich halt eine richtig trockene Haut habe. Ja, hier steht es auch 96 Stunden Feuchtigkeit, ne? Kann ich mir einfach auch sehr gut so auf mein Schienbein oder so vorstellen. Die sind nämlich oft sehr rau und sehr liebebedürftig. Und zu guter Letzt habe ich mir die Leather and Slather Geschichte gekauft. British Rose Gift Case. Natürlich musste British Rose mit, ne? Weil man kann Rosen natürlich auch als Blumen verschenken. Man kann sie auch in einem Topf verschenken. Aber es ist doch auch manchmal ganz schön, wenn man Rose als Produkt, als Inhaltsstoff von Beauty-Produkten hat, finde ich persönlich. Und das sind auch alles hier Produkte auf meinem Tisch, die die natürliche Schönheit einfach ein bisschen mehr zum Vorschein bringen. Oder wenn es um Duschgel geht, Leute, Duschgel ist gar nicht so verkehrt. Ne? Genau. Hier haben wir in der Originalgröße einmal dieses das Duschgel, so rum, genau. Die Bodybutter mit 200 Millilitern und dann nochmal einen von den älteren Duschpuffeln. Das ist ja auch interessant, ne? Das ist wirklich interessant. Da sehen wir, wie die halt damals waren. Einst. Genau. Und das riecht hier schon direkt so gut. Oh. Und da einfach nochmal von mir der Hinweis, schaut bei Bodyshop vorbei. Du hast da die Möglichkeit, wirklich für kleines Geld auch Sets zu bekommen. Das ist ja von bis, ne? Also unterschiedliche Preiskategorien. Und entweder als Geschenk für sich selbst oder als Mitbringsel oder als Ostergeschenk oder Muttertagsgeschenk, keine Ahnung. Das wird ja nicht schlecht. Dann habe ich ein bisschen was bei Beauty Bay bestellt, beziehungsweise einen Teil bestellt, einen Teil zugeschickt bekommen. Und zum einen habe ich hier einen Abschminkbalsam, der ist richtig geil, mit Kamille und Haferlipiden, also Haferfett ist das quasi. Den habe ich auch schon mal leer gemacht. Das ist nicht der beste Abschminkbalsam, den es auf dem Markt gibt. Keine Frage. Da gibt es wirklich auch sehr, sehr gute weitere. Einer davon steht hier zum Beispiel auch gleich später noch bei mir. Aber der ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis halt wirklich eine feine Kiste. Ihr bekommt den auch im Zweier-Set, sodass ihr da halt dann auch nochmal drauf sparen könnt, ne? Und es gibt halt bei Beauty Bay immer die Möglichkeit, dass ihr mit Wow 10 oder Extra 10 oder so, es wird immer oben angezeigt, ne? Dass ihr da auch ein bisschen was sparen könnt. Und genau, ja, hier einmal der Cleansing Balm und sowas ist halt für mich der erste Schritt vom Double Cleansing, sodass ich da dann halt auch hartnäckigeres Make-up einfach besser runter bekomme, das Ganze auch hautschonend, gesichtschonend und wimpernschonend machen kann und dafür sind ja Reinigungsbalsame echt klasse. Beauty Bay oder bei Beauty Bay, das ist ja die Eigenmarke von Beauty Bay, hat auch mittlerweile einige Serien rausgebracht. Das ist das Renew and Smooth mit Retinol, Brighten and Hydrate mit Hyaluronsäure und Kakadu-Pflaume. Refine and Soothe mit Niacinamiden und Bisabolol. Genau, das sind einmal diese hier. Da habe ich so keine Erfahrung mit. Dann habe ich hier noch allerhand dekorative Kosmetik von bei Beauty Bay, denn die haben da ein bisschen was gelauncht. Da werdet ihr sicherlich auch schon meine Reels und so zu gesehen haben. Oder ich habe es wahrscheinlich sogar schon hier auch auf YouTube gepostet, dass ihr da dann auch die Swatch-Videos seht, die Lip-Swatches. Da haben wir nämlich einmal die Lip-Balms, die da in drei verschiedenen Farben rausgebracht wurden. Coconut and Vanilla haben wir hier mit am Start. Dann habe ich hier Strawberry und Cherry. Und dann habe ich hier noch vier Jelly Lip Oils. Die sind auch recht neu rausgekommen. Und jeder und seine Mutter bringt aktuell Lippenöle raus, oder? Finde ich persönlich ganz gut, weil ich mag es gerne. Das ist ein Zwischending zwischen Lipgloss und Lippenpflege. Und das ist in so Tübchen drin. Feiere ich persönlich eigentlich von dem Applikator her nicht so ultimativ. Ich muss sie noch ausprobieren. Ihr werdet dann dazu schon
Content gesehen haben, denke ich mal. Ja, und dann gehen wir mal weiter zu Dalton. Da habe ich ja jetzt diese Woche den Code BeautyClaudi. Da könnt ihr 20% auf alles sparen, außer auf Streichpreise und Gutscheinkarten, ist klar. Und da habe ich mir jetzt nur ein kleines bisschen was nachbestellt und auch ein bisschen was zugeschickt bekommen. Etwas, was auf jeden Fall nachbestellt wurde, ist hier von Nee, der Weightless Liquid Concealer. Da war mir leider meiner gekippt, weil ich den schon echt lange offen hatte. In der Farbe N0 Ivory. Und ihr bekommt ja auch dekorative Kosmetik bei Dalton. Nicht nur die BB Cream, die es dort gibt, sondern halt auch die Nee-Produkte. Das ist eine italienische Firma, die halt dort im Shop auch vertreten sind. Ne? Da ist quasi Dalton Vertriebspartner und da bekommt ihr dann auch auf die Produkte mit meinem Code auch 20% Rabatt. Finde ich richtig cool. Da habe ich jetzt aktuell auch in meinem Project Pen den Liquid Bronzer, den ich mega finde, habe ich in der hellsten Nuance. Danke, die Kamera wollte mich nicht scharf stellen. Genau, und den Concealer mag ich auch sehr, sehr gerne. Der ist wirklich sehr, sehr angenehm. Sehr, 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 sehr gut. Und jetzt habe ich ihn halt wieder da, was ich cool finde. Ja, das habe ich jetzt schon unten in Anwendung. Das heißt, die Verpackung ist leer. Da haben wir nämlich drin die Sensitive Care Derma Balance Beruhigende Creme Medium. Klar kannst du die im Gesicht anwenden, aber ich verwende die ja in meinem Unterstübchen. Ich habe die ja zweckentfremdet, ne? Ich finde die großartig und kann das nur empfehlen. Also wenn ihr die verwendet oder, die habe ich jetzt hier nicht nachbestellt, die in der Rich-Variante zum Beispiel, ihr habt keine Probleme mehr mit eingewachsenen Härchen. Also ich habe so nicht mehr und ich habe es von vielen Mitarbeitern von Dalton auch mitbekommen, die mir das erzählt haben, aber auch von meinen Kolleginnen, die das dann auch ausprobiert haben, zum Beispiel Melli, dass die das halt genauso empfunden haben. Ne? Also die haben meinen Tipp befolgt und haben sich die gekauft und ja, haben seitdem keine Probleme mehr mit eingewachsenen Haaren. Finde ich klasse, dass ich einfach solche Tipps weitergeben darf und kann und euch damit halt auch irgendwie helfen kann. Und die ist halt echt günstig, die Creme, ne? Sonst hätte ich das auch niemals zweckentfremdet. Das war halt irgendwie, ich war in Korfu mit Dalton halt auch zusammen und den Mädels dort, ne? Und hatte halt meine Intimcreme quasi vergessen und hatte mich rasiert und dann stand ich da im Bad und dachte mir, ja Mist, was mache ich denn nu? Und die ist halt duftstofffrei und ich packe mir da unten halt nur Sachen hin, die duftstofffrei sind, weil das halt sonst ja reizend wirken könnte und so. Und das hat so gut funktioniert, dass ich das seitdem mache. Und das ist jetzt echt schon fast 2 Jahre her, ne? Die habe ich jetzt aktuell in Anwendung und da habe ich mir jetzt auch ein Backup geordert. Mineral Care Made Dry and Irritated Skin. Auch da haben wir, ich glaube, duftstofffrei, genau. Das ist nämlich auch aus dieser Sensitive-Reihe sehr, sehr, sehr geile Creme. Und meine Mama hat die auch in Anwendung gehabt. Die hat die auch schon leer. Und meine Mama hat eine sehr sensible Haut. Also die hat auch Neurodermitis und so weiter. Ne? Die kommt damit richtig gut zurecht. Und apropos meine Familie. Denn ich möchte meinen Freund tatsächlich in vielerlei Hinsicht zum Strahlen bringen und hier geht es um seine Augen. Und das ist Deep Sea Matte Performance der Augen Roll-On. Und ich glaube, dass das einfach eine Sache ist, die vielleicht etwas anwenderfreundlicher ist als eine komplette Skincare-Routine mit Augencreme. Und hast du nicht gesehen? Ich glaube, dass das wirklich auch ein Produkt für Faulies ist. Jetzt mal ganz blöd ausgedrückt, ne? Sowas kannst du auch als Frau verwenden. Überhaupt kein Problem. Also ob ich das jetzt verwende oder mein Freund. Genau, das ist ja eigentlich relativ Pelle, ne? Und das soll gegen Augenringe halt auch entsprechend helfen und so leicht halt auch so Fältchen und so weiter bearbeiten und ja. Halt einen Roller mit dabei, der vorne so kühlend ist. Ich glaube, hier hast du auch nicht wirklich einen Duft mit dabei. Aber Männer- und Frauenprodukte, der größte Unterschied ist meistens das Packaging. Männerprodukte sehen immer ein bisschen derber, härter, dunkler aus. Und Frauenprodukte dann meistens etwas heller, sanfter, wie auch immer. Und genau, ansonsten ist es so, klar, Männer haben eine andere Haut. Deswegen gibt es ja auch bei Dalton die Männerreihe, ne? Dass du halt auch darauf achtest, Männer haben eine etwas dickere Lederhautschicht und da muss man dann natürlich manchmal eine andere Formulierung verwenden oder so. Ne? Also mein Freund würde zum Beispiel mit meinen Pflegeprodukten nicht allzu viel anfangen können. Ich glaube, seine Haut würde davon richtig fettig werden, weil er auch gar nicht so eine Trockenpflaume ist wie ich. Und genau, deswegen habe ich erstmal gedacht, wir fangen klein an, nehmen einen Augenroller, mal gucken, ob er dann auch von Dalton angefixt wird. Dann habe ich etwas für meine Hoopies bestellt und zwar diese Face Care Push-Up Effekt Hals- und Dekolleté-Creme. Die hatten wir auch letztens im Adventskalender drin gehabt und die habe ich mir jetzt nachbestellt, einfach weil ich den Effekt sehr, sehr schön finde. Und ich habe letztens in den Spiegel geguckt, wie habe ich den gemacht? Irgendwie ganz komisch und dann war mein Hals total, total komisch. Das sah ganz komisch aus. Komisch halt. Und ja, meine Brüste, da habe ich jetzt nicht so eine riesen Oberweite, als dass da jetzt irgendwie groß irgendwelche Falten zu sehen wären und so. Aber ja, wenn man genau hinguckt. Nun, Frauen sind manchmal etwas merkwürdig. Ich bin vor allem manchmal etwas merkwürdig.
Aber ich weiß, dass diese Creme halt richtig krass ist. Und deswegen, ich hatte sie lange aus dem Auge verloren und hatte da auch nicht mehr so mega drüber nachgedacht. Aber dann hatte ich die im Adventskalender und dann war sie leer. Und dann habe ich diese Falten danach gesehen, so ein paar Wochen später. Und habe mir gedacht, ey, ich brauche sie wieder. Genau, und deswegen habe ich mir die bestellt und so schaut sie aus. Da werde ich eine ganze Weile mit auskommen. Da sind 50 Milliliter drin. Ich ziehe mir meine Skincare ja eigentlich auch sowieso permanent, also generell runter auch, ne? Also quasi bis zu meinem Dekolleté. Aber naja, jetzt habe ich hier nochmal eine explizite Creme für. Die kann ich auch ausgepackt lassen, weil die wird gleich direkt ins Badezimmer mit reingenommen. Ja, dann durften noch so ganz klassische Produkte mit. Die Augenpads habe ich mir nachgeordert. Die sind großartig. Ich sage es ja immer, du kannst mit diesen Augenpads über Kopf an der Decke staubsaugen. Einfach, die halten so gut. Ich habe auch schon mal ein Reel gemacht, wo ich damit gehadbanged habe und so. Die halten wirklich krass was aus. Und bei anderen, da muss ich nur mal kurz hüpfen und dann wandern mir die im ganzen Gesicht rum oder platschen direkt auf den Boden. Das hast du damit nicht. Und ganz nebenbei bemerkt, haben die halt auch eine richtig krasse, langanhaltende Pflege und das kann ich einfach gut gebrauchen. Ich schlafe nicht allzu viel, weil ich viel arbeite, weil ich eine Mutter bin und weil ich einfach sehr viel zu tun habe und da kommt sowas immer sehr, sehr gut. Ja, und weil ich Mutter bin, hat meine Haut sich auch ein bisschen verändert, sodass ich ein bisschen mehr Anti-Pickel-Pflege brauche. Das Problem hatte ich vor der Schwangerschaft tatsächlich nicht in dem Maße und das ärgert mich auch ehrlich gesagt ein bisschen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich jetzt demnächst mal einfach so von Dalton das Acelain-Säure-Serum ausprobieren werde. Ich hatte da immer echt ein bisschen Bange vor, also dass ich mir gedacht habe, boah, nee, keine Ahnung, ob das was wird. Aber wenn ich mich jetzt manchmal, ne, ich habe hier halt hormonell bedingt relativ viele Unreinheiten und meine Kolleginnen haben davon berichtet, die Dalton-Mitarbeiterinnen haben davon berichtet, dass du halt wirklich einen krass geilen Effekt so ungefähr nach einem Monat hast, ne? Und ich glaube, das sollte ich echt mal machen. Naja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt hier die Anti-Pickeltuchmaske nochmal nachbestellt. Die finde ich richtig, richtig geil. Die ist sehr, sehr beruhigend und damit kann man halt einfach, wenn Pickel so im Anmarsch sind, da gegen die Entzündung ganz gut anwirken. Oder wenn das alles irgendwie, wie soll ich das sagen, wenn deine Haut geöffnet wurde oder wenn sie schon, also von alleine, weil man soll da ja nicht reingehen, ne? Dann ist das eine ganz gute Geschichte, einfach so eine Art Ausreinigung. Noch besser wirkt tatsächlich hier diese Bubble-Maske. Da muss man aber wirklich Bock drauf haben, weil da kriegst du halt so ein richtiges Schneemann-Gesicht von. Also auf dem, sobald diese Maske auf deinem Gesicht ist, macht es und dann wird so richtig. Das ist so krass. Und die ist aber richtig krass, weil die reinigt deine ganze Haut von oben bis unten, von links nach rechts. Die ist eskalativ. Man muss aber einfach sich die Zeit dafür nehmen, dieses Pff zu haben. Ich kann mich dabei nicht mehr eincremen. Muss ich ehrlich sagen, ich habe es immer wieder versucht, habe dann auch immer wieder die Augen sauber gemacht. Also ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, entweder mich einzucremen, also gleichzeitig eincremen und Schaum wegmachen, weil das ist richtig krass. Ich mag das tatsächlich, weil das richtig gut funktioniert. Ich würde es dann halt einfach an einem Dienstag oder Freitag verwenden, wo ich sowieso einen Peeling-Tag habe, um da einfach mal die Haut noch ein bisschen zu reinigen. Nun, so viel dazu. Denkt gerne an meinen Code BeautyCloudy für 20% Rabatt. Ich habe euch so viele Videos schon zu Dalton gedreht. Also ich liebe viele Produkte, nicht alle. Du kannst auch nicht das ganze Sortiment lieben, das ist nämlich riesig. Aber die haben schon sehr, sehr tolle Produkte drin enthalten. Und im Prinzip kann jeder Hauttyp dort fündig werden. Und es gilt jetzt bis zum 25. müsste das sein, ne? Dass ihr da 20% Rabatt bekommt. Nun, jetzt kommen wir zu Look Fantastic. Da wird es zwei Schminkies draus geben. Ja, weil einmal werde ich ein Full Face Revolution schminken. Da habe ich mir auch andere Sachen schon bestellt. Und es wird, Full Face Look Fantastic, was es da alles so gibt. Den habe ich mir selber gekauft, den habe ich mir einfach, ja, soll man das sagen, ich habe mir den gegönnt. Der ist so teuer gewesen, Leute. Und ich habe keine Ahnung, ob ich die Farbe überhaupt feiere. 10 Gramm von einem Highlighter von Clé de Peau. Ja, die Frau hat einen Lattenschuss, ne? Das ist wirklich so. Also ihr könnt, wenn ihr möchtet, mit meinem Code CLAUDYWELT bei Look Fantastic immer so den maximalen Rabatt rausholen. Und ich verlinke euch die Produkte gerne in der Infobox. Solltet ihr über den Link bestellen, bekomme ich eine Provision. Der Code ist nur für euch. Und der sieht schon schön aus, ne? Das ist schon ein schönes Umverpackungsding. Und das ist nicht mal der Highlighter selbst. Ja, ich bin auf die auf die Verpackung von dem Produkt auch echt gespannt. Und hoffe, dass sie auch so schön ist, weil eigentlich möchte man ja diese Pappverpackung gar nicht wegschmeißen. Ich habe die Farbe 17 Celestial Sparks. Der könnte nämlich, wenn ich Pech habe, ein bisschen sehr holographisch sein. Online sah das nämlich echt hart aus. Es kommt in so einem kleinen Säckchen daher. Das Ding hat, glaube ich, 100 € gekostet, Leute. Das ist aber auch echt hübsch.
Das ist schon schön. Sowas brauchst du nicht in deinem Leben, nein, definitiv nicht. Aber wenn man es da hat und es einen glücklich macht, dann ist es vollkommen in Ordnung. Und das sollte jeder für sich selber entscheiden. Es ist echt nur so ein Ding, eher so zum Angucken, würde ich mal so sagen. Okay, also wir haben hier das Produkt drin. Hier haben wir den Pinsel. Ich glaube, ihr seht es jetzt auch schon im Fännchen. Einmal haben wir hier ganz viele verschiedene Farben. Und sehr, sehr groben Glitzer. Oh Mann! Ich traue mich gar nicht, aber wir machen das. Oh, nee, das ist nur ein Overspray, oder? Schauen wir nochmal. Oh. Ich glaube, das ist nur ein Overspray. Dann habe ich Glück. Ich habe jetzt auch nur in der Mitte geswatcht. Das eigentlich, ich will ja nicht drin rumrühren. Also das hier war jetzt mit dem Overspray auf dem Zeigefinger und auf dem Mittelfinger habe ich dann quasi das, was, wo ich nochmal reingegangen bin. Okay. Die Stunde der Wahrheit. Nein, der ist schön. Mhm. Oh, aber auch relativ intensiv. Sehr kühl. Sehr, sehr kühl. Doch, den mag ich. Puh! Gott sei Dank. Ich habe gerade so Muffensausen gehabt. Ihr habt es mitbekommen, ne? Puh, ja, und den habe ich selber gekauft. Einfach, weil ich ihn schön fand. So. Und manchmal muss man, oder nein, muss man nicht. Manchmal darf man auch unvernünftige Dinge machen. Und dann hat man das und denkt sich, ja. Claudi, alles Gute zum Valentinstag. Dankeschön, das wäre gar nicht nötig gewesen. Ja, mein Freund ist am Valentinstag krank. Ich drehe heute am Valentinstag, ne? Super. Okay, also, das war jetzt so eine kleine Entgleisung. Nein, wir haben ja noch mehr Entgleisungen. Aber egal, wir machen jetzt mal weiter. Und zwar habe ich mir von MAC den Eyebrows Styler bestellt in der Farbe Thunder. Und da war ich einfach mal gespannt, ob das was ist mit uns beiden. Die Farbe sieht jetzt schon mal da in der Kappe echt gut aus, weil das so ein richtig schönes, kühles, aschiges, sehr, sehr helles Braun, aber ne, also fast schon taub so ist. Ich glaube, dass wir Freunde werden. Müssen wir mal gucken. Hier ist auf jeden Fall so zum Herausdrehen, ne? Und hier haben wir einen Spoolie. Ja, das könnte was sein, ne? Das könnte wirklich was sein. Hm, das freut mich. Schön. Sehr, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Ach, ich freue mich ja generell. Das ist ja eigentlich auch gekloppt, aber ich freue mich schon immer, wenn ich dann die Produkte dann hier habe und ich die auch genauso geil finde, wie ich sie dann online fand. Ne? Okay, dann habe ich von By Terry ein neues Produkt gefunden, das Hyaluronic Glow Setting Mist mit 8 verschiedenen Hyaluronsäuren. Ne? Ich bin dafür da, um halt auch solche Produkte für euch zu testen. Dafür gibt es eben die Möglichkeit, dass ich Kooperationen habe, dass ich eben genau solche Produkte ja, mir dann auch wirklich aussuche, um euch zu zeigen, ob sie dann auch ihr Geld wirklich wert sind. Ja, ist es. Nee, es ist Plastik, ich wollte schon sagen. Ja, bis zu 16 Stunden Halt soll das geben und ja, das ist einfach ein Fixing Spray und da bin ich wirklich gespannt drauf, wie das so sein wird. Und ja, weil bei Terry ist ja immer so teuer immer, ne? Da möchte man dann auch, dass die Sachen funktionieren. Ich bin mal gespannt. Also, die haben mir das, meine Kamera hat heute überhaupt gar keine Lust, mich scharf zu stellen. Die haben ja auch das Hydra Powder neu rausgebracht. Ne? Das ist jetzt auch mit diesen 8 verschiedenen Hyaluronsäuren und so weiter sein soll. Es kommen ja immer mehr diese Skincare Ingredients auch in die Produkte rein. Teilweise sind sie vorher schon drin gewesen. Da hat man es jetzt nur noch auf die Verpackung draufgeschrieben. Oft genug ist das so. Dann habe ich hier die neue und sehr gehypte Revolution Skin Silk Luminous Serum Foundation in der Farbe 0,5. Ich habe es wirklich getan und mir eine so helle Farbe bestellt. Da sind wir jetzt mal alle gespannt, wie es dann aussieht. Ne? Ein sehr, sehr hochwertiger Flakon, muss ich sagen. Das finde ich sehr, sehr schön. Also ist aus Milchglas. Doch, doch. Seid mutig, Leute. Hat einen kühlen Unterton, definitiv. Definitiv. Finde ich super. Jetzt bin ich dann auch mal gespannt, wie sich das dann ausblenden lässt und wie das dann auch auf meinem Gesicht wirkt. Aber ihr seht das schon, ne? Das ist passend. Ich mache jetzt nicht alles auf. Ich glaube, danach sind meine Finger tot. Blusher Bomb haben die jetzt auch rausgebracht. That's Cute in der Farbe Pink habe ich mir ausgesucht. Ja. So. Also ist so richtig Barbie-Blush, ne? Und das wird wahrscheinlich sein wie diese Pout-Bombs, die man so als Lippenprodukte kennt. Und das als Umverpackung und da ist einfach nur dieser flüssige Blush drin. Bin ich gespannt drauf. Genauso wie auch auf diesen Primer. Der ist definitiv inspiriert von anderen, die wir so kennen. Zum Beispiel von Love. Hydra Bubble Healthy Skin Primer Serum. Da sind auch 30 Gramm drin enthalten. Und da haben wir ja diese
Bubbles drin, die halt, wenn man das so auf die Haut macht, ne, entsprechend aufplatzen oder auch teilweise schon beim Hochmachen. Genauso habe ich mir diese sehr interessante neue Mascara bestellt. Die hat aber ein bananenförmiges Bürstchen, aber die Verpackung ist tatsächlich sehr inspiriert. Ne? Nun, Flat Side and Curved Side, also die hat zwei verschiedene Seiten. Doch an irgendeine andere erinnert die mich auch. Naja, ist mit Panthenol-Komplex, was quasi auch noch einen Boosting-Effekt haben soll. Im Prinzip ist Panthenol dann ja auch schon wieder genauso wie in der Hautpflege auch pflegend und hält halt vor dem Haarbruch die Wimpern ab. Ne? Soll krasse Wimpern machen, False-Lash-Effekt-Mascara, bin ich sehr gespannt drauf. Ja, ihr habt es schon gesehen, ich sollte sie jetzt mal auspacken. Ultra Black ist hier die Farbbezeichnung. Nee, die heißt Wispify, so heißt die, Wispify False Lash. So, genau, so schaut die aus. Ich bin ja immer noch ein Fan von der 5D Lash Pow. Ich glaube, die ist gar nicht mehr im Sortiment, oder? Weiß es gar nicht mehr. Naja, sehr fancy Bürste. Also sehr fancy. Ist wirklich an einer Seite gebogen und an einer Seite wirklich gerade. Ist ein Faserbürstchen, was riesig ist. Also ich glaube, für Leute mit sehr kleinen Augen könnte das innen sehr schwierig werden, weil da ist es ja schon sehr, sehr breit. Nun, muss ich mal gucken, werde ich euch zeigen. Dann hat Revolution auch noch so ein Produkt rausgebracht. Das haben wir jetzt auch schon öfters mal gesehen oder das ein oder andere Mal in der Farbe Blond. Ich bin gespannt, wie dieses Blond aussehen wird. Da haben wir nämlich ein 2-in-1 Blade Pencil and Clear Brow Gel drin. Und das heißt, du hast hier zum einen ein Augenbrauenprodukt, einfach so ein Augenbrauenstift. Und auf der anderen Seite befindet sich ein Augenbrauengel. Und ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil ich glaube nicht, dass man beides exakt zeitgleich aufbrauchen wird. Das wird wahrscheinlich etwas schwierig. Und dieser, nein, der erinnert mich auch an einen sehr hochpreisigen, der auch noch einen Anspitzer mit dran hat. Leute von heute, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ne? Ihr seht ja auch, wie fancy das aussieht. Ich bin auch gespannt, wie der sich dann entsprechend abnutzen wird. Das ist wirklich so breit, aber dann so schräg platt gedrückt. Ganz aufregend. Ja, wie. Es wird interessant, den aufzutragen. Das sage ich euch jetzt schon. Ich wusste gerade nicht mal, wie ich den swatchen soll. Ja, der ist ein bisschen wärmer als der von MAC, den wir eben hatten. Ich verstreiche mal eben diese Krümmel, die hier noch mit bei waren. Das sieht schon sehr gelb aus, ne? So ocker. Müssen wir mal gucken, wie das dann mit meinen Augenbrauen zusammen funktioniert. Und auf der anderen Seite haben wir dann sehr fest verschlossen, okay. Ein Augenbrauengel mit einem süßen kleinen Spoolie, was dann hoffentlich die Augenbrauen sehr gut an Ort und Stelle halten wird. Ich mag ja eigentlich ganz gerne die Revolution Augenbrauengele, weil die es echt drauf haben, ne? Revolution hat sich natürlich auch nicht nehmen lassen, im selben Zuge ein pinkes Puder rauszubringen, und zwar das Cherry Bake Loose Baking Powder. Da müssen wir mal gucken, ob das in die Richtung Luna Beauty oder eher in die Richtung Ofra geht. Leute, die mich schon länger verfolgen, wissen, was ich meine. Also ob das gut aussieht und wirklich dann ein rosa Puder ist, was du kaum auf der Haut siehst. Also ich habe zum Beispiel heute auch ein rosa Puder drunter. Oder ob das ein Puder ist, was wirklich aussieht wie ein Blush. Das hatte ich nämlich tatsächlich bei dem von Ofra. Das war übel. Ich habe mir aber noch ein anderes Puder bestellt, weil das rosa Puder würde ich jetzt in dem Sinne eigentlich nicht übers ganze Gesicht auftragen. Von Maybelline Lasting Fix Loose Setting Powder. Das ist dieses hier. Auch das ist ein Produkt, was ich jetzt so noch nicht irgendwie gesehen habe. Und ja, bei Lookfantastic ist es mir dann vor die Füße gefallen. Und das ist translucent und das wird ausprobiert. Genauso wie, das war auch neu, Max Factor 2000 Calorie Lip Glaze habe ich in der Farbe 050 Guava Flair. Und da bin ich gespannt drauf. Das hatte ich mir selber gekauft. Und das hat wirklich eine wunderschöne Farbe. Gab es auch in unterschiedlichen Farben dort zu kaufen. Ne? Und ja, das ist halt so My Lips But Better. Ich habe nur ein bisschen Bedenken, was für ein Plumping-Effekt das sein soll, weil irgendwie jeder aktuell Chili überall mit reinknallt. Ich weiß nicht, was das soll. Dann habe ich hier von Nude Sticks noch den Nude Barrier Hydrating Stick mir bestellt. Das ist wie so ein Primer eigentlich, ne? Schaut so aus. Und Nude Sticks ist eigentlich eine super interessante Marke. Das ist halt wirklich ein Primer als Stick. Fancy, oder? Wirklich fancy. Ah, das wird aber ölig. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass du dann keine wasserbasierte Foundation hast, weil das könnte dir Würstchen bilden oder wie auch immer problematisch werden. Aber es ist sehr, 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 sehr pflegend. Uiuiui. Wie eine Speckschwarte hier. Krass. Ja gut, wie willst du es sonst auch machen, ne?
Das muss ja schon irgendwas Öliges sein, was dann quasi einen anderen Schmelzpunkt als die Luft hat, sondern quasi dann halt mit der Haut zusammen. Interessant. Wird ausprobiert, dann auch zusammen mit der Silk Foundation. Und dann gibt es hier noch von Laura Mercier, da habe ich euch auch ein Fullface zugeschminkt, ein Real Flawless Weightless Perfecting Concealer. Habe ich jetzt in 1C1 mir bestellt. Und ja, genau, da hat Laura Mercier einen neuen Concealer rausgebracht. Und ich mag die Laura Mercier-Produkte sehr gerne, die Base-Produkte. Die sind sehr, sehr schön, funktionieren echt gut auf der Haut. Und deswegen durfte der definitiv mit. Und das ist auch eine schöne Farbe. Das sieht gut aus, Leute. Ich glaube, wir werden Freunde. Hat auch ein interessantes Füßchen, was halt quasi so ein bisschen abgeknickt ist und oben dann so ein bisschen breiter, ne? Oh, der ist aber dunkel. Alto Belli, ernsthaft? Eieieiei, wenn ich den zusammen mit der Revolution Foundation verwende, dann ist mein Concealer definitiv dunkler als meine Foundation. Huch, ja gut. Aber er fühlt sich wirklich sehr leicht auf der Haut an, kriegt jetzt nicht in irgendwelche Handfältchen rein oder so, ne? Passt sich meinem Hautton klasse an. Müssen wir mal schauen. Zwei Parfums sind auch noch mitgekommen. Eins habe ich quasi im Rahmen der Kooperation mir ausgesucht, und zwar dieses Musk Nude von Narciso Rodriguez. Und ja, das ist dieses hier, das ist das Neue von Narciso. Die Narciso Rodriguez Düfte sind bei mir halt wirklich so eine Sache. Entweder sind die großartig oder ich kriege da holla die Waldfee krass Kopfschmerzen von. Also hübsch ist er auf jeden Fall, ne? Dieses wunderschöne Milchglas. Bekloppt, Claudi. Sehr, 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 sehr pudrig. Ja, man riecht es halt schon, dieses leicht herbe aber auch mit dabei. Das muss ich auf dem Körper riechen, weil das natürlich dann ja auch je nachdem, ne, am Körper so etwas anders reagieren könnte und so. Bin ich mal gespannt drauf. Ja, und das habe ich mir aber gekauft. Dolce & Gabbana Devotion, ein Eau de Parfum. Ja. Kandierter Zitrus, Orangenblüte und Vanille sollen die Duftnoten sein. Wie schön sieht dieser Flakon bitte aus? Entschuldigung. Wie wunderschön ist das? Oh mein Gott. Ich bin ja eigentlich kein Zitrusmensch, ne? Ach komm, wir sprühen es hier mal rein. Sammy, jetzt nicht erschrecken. Wir schaffen das. Die Zitrusnote geht irgendwie schon klar. Ich würde es aber eher als Frühlings- oder Sommerduft dann nehmen. Das muss noch ein bisschen verfliegen, weil so riecht mir das tatsächlich ein bisschen zu krass nach diesen Zitrusgeschichten. Mal gucken, ob dann die Vanille und die Orangenblüte etwas besser rauskommen. Wobei Orangenblüte rieche ich gerade. Aber diese Vanille, die fehlt mir ein bisschen. Wir sind mit Parfums noch nicht durch, denn ich habe ein Video geguckt von Maxim. Und da hat er ganz tolle Düfte vorgestellt, die halt so meinen Namen gerufen haben, dass ich mir gedacht habe, okay, die sollte ich mir mal mit der Nase angucken. Und ja, ich habe sie auch schon gerochen, ich habe sie auch schon getragen und sie sind der Hammer. Hier habe ich nämlich einmal von Billie Eilish das ja, Eau de Parfum. Ich glaube, das ist das Number One oder so. Ich weiß es nicht, ist auf jeden Fall die goldene Variante. Und er hatte halt so davon geschwärmt. Das ist auch so süß und so Vanille und so weiter, ne? Und so warm und so. Und da ist einfach direkt mein Herz aufgegangen, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist das, was ich liebe. Ich liebe ja auch dieses Burberry Goddess zum Beispiel. Boah, voll geil. Und das hier riecht so unglaublich gut. Und ja, so schaut das aus. Das ist nicht hübsch. Bin ich ehrlich? Ich finde diese Büste nicht hübsch. Damit kann es jemanden erschlagen, weil das ist super schwer. Ich finde es aber nicht schön in der Anwendung, weil man halt den Kopf abmacht und keine Ahnung. Es riecht so unfassbar gut. Das hat es hat auch was von meiner Mama mit dabei, aber die hat eigentlich irgendein anderes aquatisches Parfüm, was sie recht häufig trägt. Aber das riecht warm, warmherzig. Irgendwas mit Vanille ist da sicherlich auch mit dabei. Es riecht einfach super, super, super angenehm. Und das ist ein Duft, den ich persönlich halt auch sehr, sehr gerne immer tragen würde. Und das ist auch ein haltbarer Duft. Also den habe ich auch schon getragen und ich mochte den. Mein Freund hat zwar gesagt, wieso, das riecht doch alle irgendwie gleich. Ich finde nicht. Das hat schon unterschiedliche Noten, weil ich finde diesen hier ein Stückchen mehr in die, also schon süß, ja, aber auch in die florale Richtung mit rein. Der ist nicht so,
Das hier ist wirklich knallesüß. Aber der ist noch ein Stückchen sanfter, also nicht sanfter im Sinne von süßer, sondern weniger süß, aber dafür noch ein bisschen mehr blumige Noten mit dabei und ein bisschen mehr Alltagstauglichkeit in Anführungsstrichen mit dabei, dass dich vielleicht nicht jeder gerade aufessen möchte, in Relation zu dem Burberry Goddess zum Beispiel. So, und dann gibt es dieses hier, das Sandbad Fragrance Vanille West Indies. Also, wie geil ist dieser Duft? Das ist unglaublich teuer. Das ist komplett Karamell, Vanille. Es riecht unglaublich gut. Ich möchte in diesem Duft leben, wirklich. Das riecht einfach lecker. Und ich glaube, wenn man diesen Duft trägt, dann will dich jeder essen, ablecken. Keine Ahnung. Mega. Also richtig, richtig, richtig exorbitant krasser Duft. Ich kann das nicht so gut beschreiben. Ich finde es einfach angenehm. Und ich glaube, man nennt es gourmandig, wenn man etwas so angenehm findet, dass man quasi an Essen denkt. Das ist dann quasi gourmandig und das ist der definitiv. Ja, zu guter Letzt kommen wir zu YesStyle. Und da habe ich die schönsten Make-up-Produkte, die ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Gut, Clé de Peau hatte ich jetzt vorher nicht gesehen, aber das ist auch sehr, sehr hübsch gewesen. Aber hier geht die Party nochmal auf eine ganz andere Art und Weise ab. Ich glaube, die Produkte zeige ich euch sogar als krönenden Abschluss gleich vom Video. Vorher zeige ich euch mal ein Set, was ich zugeschickt bekommen habe, und zwar von YesStyle selber. Also teilweise kriege ich ja Produkte zugeschickt, teilweise bestelle ich bei den Shops Produkte. It is wie it is, ne? Von Hue. Okay, Moist Ampoule Blusher. Da haben wir drin Rosenblüte und Panthenol, finde ich sehr charmant, in der Farbe 03 Rose Brown. Ich konnte mir die Farbe nicht aussuchen, es wurde mir so zugeschickt. Ja, ich denke, es wird mal wieder Zeit für ein Full-Face K-Beauty oder sowas in der Art. Ich habe jetzt ja schon lange nicht mehr im Bereich K-Beauty was gemacht, aber hier hätte ich definitiv einiges, was ich euch präsentieren könnte. Wie wunderschön. Auch sehr interessante Farbe, eigentlich eher so in die herbstliche Richtung. Ich bin gespannt, wie das auf dem Gesicht sein wird. Dann habe ich hier noch die Etude House. Oh, interessant. Dr. Mascara, glaube ich. Fixer Black. Das ist diese hier. Ich bin eigentlich nicht so der ultimative Fan von Mascara in dem K-Beauty-Bereich, weil die sind zwar schön und machen richtig tolle Wawawum-Wimpern, aber die abzumachen ist ein wahres Wunder. Die halten so krass, das ist echt der Wahnsinn. Ich bin gespannt drauf. Hier haben wir eine tannenbaumförmige Faserbürste, die riesig ist, also die ist lang. Da ist wenig Produkt dran, da bin ich mal gespannt. Riecht soweit nach nichts, also du wirst damit echt gut in den Innenwinkel kommen. Das werde ich ausprobieren. Dann habe ich hier eine Lidschattenpalette von Espoir, Real Eye Palette. Das ist diese hier in der Farbe Rosy BB. Die ist hübsch, ich hatte die auch eben schon mal so ein bisschen mehr angeguckt, aber ich muss gestehen, gegen das, was gleich kommt, wird sie nicht anstinken können. Trotzdem ist es eine hübsche Palette, definitiv auch so schöne, zurückhaltende, rosy Töne, sodass man damit auch schöne Alltagslooks schminken kann. Warum das hier unten so schräg ist, gar keine Ahnung. Das triggert mich ehrlich gesagt sogar ein bisschen. Nun, hä? Oder gehst du da auf? Ah, die geht damit auf. Aber warum ist es hier so schräg? Verstehe ich nicht. Ergibt für mich nicht so viel Sinn. Naja, ja, und so kennen wir eigentlich K-Beauty ja recht häufig, ne? Dass wir, oder asiatische Kosmetik, dass man da halt die eher dezente Linie fährt. Aber damit kann man auch sehr, sehr schöne Looks schminken. Es muss ja nicht jeden Tag ein grüner Lidschatten sein, ne? Aber lila vielleicht? Ein bisschen. Dann habe ich hier noch etwas drin, und zwar ist das in der Farbe Deep Black. Den habe ich aber schon, der ist richtig gut. Der Moni Waterproof. Nee. Heißt du wirklich Moni? Nee. McQueen New York, so hießen die, genau. Waterproof Tattoo Pen Eyeliner. Jo, der ist sehr, sehr gut, hält auch richtig gut. Und mag ich gerne und freue mich, da jetzt ein Backup zu haben. Der hat nämlich auch eine richtig schöne Spitze, womit ich persönlich auch gut zeichnen kann. Und dann habe ich hier noch den Dazzle Tint in Unleashia Non-Sticky Light and Comfy Texture. Welche Farbe bist du denn? Nummer 3, Glowy Day. Okay, das dürfte so ein Lippy sein. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Denn ich finde in dem asiatischen Bereich, wow, Shimmer and Glossy Lip. Ich wollte gerade sagen, die sind immer so ein bisschen dezenter unterwegs. Und dann hole ich hier was raus, was so ein bisschen aussieht wie dunkle Beere. Krass. Wie so Apfelringe oder sowas. Ganz interessant. Ja, hat hier einfach so ein Füßchenapplikator. Sehr, sehr intensiv. Sehr, sehr intensiv. Also
Das sehen wir auf den Lippen. So, und jetzt kommen wir zu dem heftigsten, was ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Ich habe das Video gesehen bei Alicia Marie. Die hat ja, die liebe Ellie, die Marke Flower Nose bestellt und gezeigt. Ja, ich habe danach gesucht, war dann auch auf der eigenen Homepage von Flower Nose und habe mir gedacht, oh je, aber wenn die so furchtbar verschicken, dann hast du Probleme mit Zoll und so weiter. Hatte mir auch schon meinen Warenkorb zusammengebastelt. Und dann irgendwie so ein paar Tage später kam die liebe Nicole Chiquitas Place mit einem Video um die Ecke und hat gezeigt, dass es das bei Yesstyle gibt. Ihr könnt, also ich bin so schnell los und habe diese Sachen bestellt, weil bei Yesstyle kann man sich halt wirklich drauf verlassen. Ich habe da keine Probleme mit Zoll, das Ganze wird zuverlässig geliefert. Das hat ein Weilchen gedauert, bin ich ehrlich, ne? Also ich glaube, ich habe einen Monat ungefähr drauf gewartet, aber die Produkte kommen an, man muss sich da wirklich keine Sorgen machen, dass da irgendwelche krassen Zollgebühren auf einen zukommen. Und die verpacken das vernünftig, ne? So, da habe ich mir einmal die Flower Nose Moonlight Mermaid Series Palette bestellt. Das ist diese hier. Ich habe die auch meinem Freund gezeigt, mein Freund hat einfach für sowas kein Auge. Nee, wer ist aus Lego, er wird es feiern. Oder aus Klemmbausteinen mittlerweile. Aber, Leute, wirklich. Oh mein Gott, diese Palette nimmt man in die Hand und man guckt sich die an und denkt sich, oh, du bist so schön. Du bist so schön, hoffentlich bist du von innen auch schön. Und dann klappst du sie auf und denkst dir, ja, doch, doch, ich glaube, wir werden Freunde. Das ist halt schon mein Beuteschema. Die Schimmertöne sind jetzt nicht Bam in your face, ne? Aber die sind sehr hübsch, also das ist schon schön. Und ich habe heute ja auch so ein bisschen leichteren Gedönsen drauf von Charlotte Tilbury. Und ja, das hier ist deutlich günstiger. Und das sieht nicht günstiger aus. Es fühlt sich auch nicht günstiger an. Und es riecht auch nicht. Nee, es stinkt nicht. Es ist einfach mega. Ja, wie gesagt, kriegt ihr bei Yesstyle. Da könnt ihr mit Claudis Welt auch sparen. Das ist ein Code, den ich habe. Ich habe mich so gefreut, Leute, dass ich die Dinger da kaufen konnte. Oh, ja, das ist einmal die hier gewesen. Aber ich habe mir insgesamt drei Sachen da bestellt. Ich habe versucht, mich ein bisschen zurückzuhalten. Ein Blushmuster auch noch mit. Flower Nose Strawberry Rococo Series Embossed Blush. Das ist dieser hier. Ich meine, allein die Umverpackung ist schon ein Gedicht, ne? Dann sieht das einfach aus wie eine Brosche. Ja, ist das richtig rum? Ich will es euch ja richtig rum zeigen. Das ist einfach... Warum können die das so gut und haben, ne? Das ist Hammer. Ach, da willst du gar nicht reingehen. Da sind so Engelchen auch drin und, oh, sieht das schön aus. Das wird auf jeden Fall in meinem Schminke integriert werden. Und das ist halt auch eine Farbe, die, ich glaube, man wird sie auch sehen, aber sie wird einen nicht erschlagen. Ne? Weil ich habe da einige Farben auch gesehen, die sehr, sehr hell rüberkamen. Und wenn ich so einen Blush habe, ich möchte den schon sehen. Doch, doch. Das ist schon eine schöne Sache, muss ich sagen. Ne? Also da war ich auch sehr, sehr dankbar, dass ich irgendwie im gleichen Moment, wo ich drüber nachgedacht hatte, da zu bestellen. Ich hatte es nämlich erst vergessen und dann habe ich mich nochmal daran erinnert und dann kam das Video von Nicole. War einfach toll, ne? Und jetzt kommen wir zu einem Klopper. Das ist ein Puder, Leute. Ein Puder. Ja, Flower Nose Swan Ballet Series Music Box Loose Setting Powder 01. Ja, ich brauche eine Vitrine für solche Sachen. Ich kann es nicht anders sagen. Das in so einem Schrank aufzubewahren, ist eigentlich traurig, ne? Böse Leute würden sagen, das ist kitschig und ich sage, das ist wunderschön. Wunderschön. Hier oben hast du halt diese Ballettschüchen von dem Schwanensee halt, ne? Also von dem Schwanenballett, also Ballett, ne? Ach, Ballettstück Schwanensee. Mensch, das ist so hübsch und das ist rosa. Ich hoffe, das ist ein rosa Puder, was nicht pink ist. Ich hoffe, dass ich weise gewählt habe. Das ist halt noch komplett zu, das müssen wir nochmal ausprobieren, ne? Man sieht es hier an der Seite auch. Und auch hier wieder meine Hoffnung, dass das dann Richtung By Terry oder Richtung Luna Beauty oder was, ich habe einige rosa Puder auch schon oder von Love oder so geht, ne? Das ist schon schön. Ja, ich will das Video jetzt nicht irgendwie noch länger werden lassen, als es ist. Wir sind schon über eine Stunde, glaube ich, oder fast eine Stunde.
Ich glaube, ich habe euch hier lange genug zu berieselt. Aber ja, ich habe hier wirklich mega coole Sachen auf meinem Tisch. Wie gesagt, das sind keine Sachen, die man braucht, um zu leben. Aber es sind Sachen, die vielleicht einem ein Lächeln ins Gesicht zaubern, die einen glücklich machen. Und wenn du da vielleicht ein, zwei Produkte in deinen Alltag so integrierst, ist es cool, ne? Es muss nicht immer High-End sein, aber es ist schön, wenn man es da hat und dann kann man es genießen. Und das richtig Geile ist, wenn man dann noch die Möglichkeit hat, ein bisschen was zu sparen. Deswegen sehe ich zu, dass ich bei solchen Geschichten auch immer irgendwie einen Rabattcode für euch habe, um euch das Ganze auch irgendwie ein bisschen freundlicher präsentieren zu können. Nun, ihr Lieben, das ist es jetzt hier von mir gewesen. Ich werde jetzt sehr viel Freude damit haben, die ganzen Schätze an ihren Ort zu bringen und dann war's das hier. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Träumchen ein Träumchen. Ein Träumchen wäre ein Träumchen, genau. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.